Die Altona-Spieler Mustafa Hadid und Detzkin Akgül am Trainingsmittwoch auf der Adolf-Jäger-Kampfbahn. Pressetermin. Der Block ruft. Wir wollen reden. Wie geht's? Ich bin aufgeregt bisher. Wegen meiner Sprache. Zum Sportlichen. Nach dem, nennen wir es mal, pflichtigen Billstedt, steht die Mannschaft mit 2 Siegen und 6 Punkten gut da. Gerade das Spiel beim starken Aufsteiger im Hamburger Osten sorgte für Erleichterung unter den 93ern. Also für uns hat das schon eine wichtige Bedeutung. Auch solche Siege muss man einfahren, auch in dieser Saison. Das war ein Arbeitssieg und eigentlich haben wir gut Fußball gespielt, aber halt die letzten 20, 30 Minuten hat Wacker gut Druck gemacht und ja, und wir haben uns ja nicht so richtig clever verhalten und ja, aber am Ende 3 Punkte und das zählt. Hochgefühle, Euphorie, Ekstase, nö. An der Kriegsstraße herrscht Bescheidenheit. Auch Gegner wie der kommende, der SC Condor, steigen plötzlich zu hochkomplizierten Aufgaben auf. Condor kannte ich von letzter Saison, also ich kann nur aus dem Hinspiel reden erstmal, da war die Offensive sehr stark. Condor, also letztes Jahr waren die auch stark, fand ich. Dieses Jahr sind die noch stärker geworden und mit Roschlaub einen guten Stürmer geholt und Schätzi, also nicht schlecht, also ich mal. Tja, klare Kisten, wo der Gegner an die Kriegsstraße kommt und die Hosen voll hat, weil es 4 Stück gibt, auch die Zeiten sind vorbei. Dafür bastelt der AFC an solider Wertarbeit. Ein Kreativer wie Mustafa Hadid muss da schon mal als Außenverteidiger ran. Wenn der Trainer sagt, dann muss ich da halt spielen, dann spiele ich auch da und ja, im Moment habe ich bis jetzt gut gemacht, also finde ich, und ja, mal gucken, wenn Heiko wieder fit ist, dass ich hoffe, dass ich wieder die Tore schießen übernehme. Was hast du denn gedacht, als du deinen Namen hinten rechts gelesen hast bei Aufstellung? Oh Gott. Auf welcher Position Mustafa am Freitag ran darf, das bleibt sicher ein Rätsel. Klar ist dafür. Freitagabend wird unser Ziel natürlich sein, 3 Punkte einzufahren und um 20.15 Uhr als Tabellenführer vom Platz zu gehen und hoffen, dass wir am Wochenende, nach dem Wochenende auch oben bleiben dann als Tabellenführer.